Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTuber. Ja, zu einem weiteren von meinen Videos. Oder ich sag besser mal, hallo und herzlich willkommen, liebes YouTube-Universum, zu einem weiteren von meinen Let's Test diesmal. Ja, es wird kein Let's Play. Ich erzähle euch kurz eine kleine Geschichte darüber. Eigentlich hatten wir vor, ein Let's Play darüber zu machen. Nur ich sag's euch, ich hatte nach einer halben Stunde so einen Hals von dem Scheißspiel, dass ich hätte glatte Wände hochlaufen können. Warum sage ich, wir hatten es vor? Weil ich bin heute nicht alleine. Nein, Jan ist auch da. der vertont mit mir heute den Test. Dieses Spiel nehmen wir jetzt live auf. Das erfahrt ihr folgendes, wenn ich jetzt sage, Option, New Game, Option, New Game. So, also es ist live aufgenommen, es ist nicht irgendwie schon irgendwie aufgenommen, also kein aufgenommenes Gameplay und wir kommentieren es einfach nach. Nein, es ist live jetzt gerade Live von mir gespielt. getestet. Genau, es ist live jetzt einfach getestet, genau. Wir haben das vorher schon mal kurz angetestet, zwecks Steuerung und so. Na, eigentlich haben wir ja schon ein bisschen länger gespielt. Ja, ein bisschen. Ein ganz klein wenig. Okay, Ein ich wenig. würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Für den letzten Test würde ich einfach mal Watch Medaille, aber nee, das machen wir nicht. Wir machen hier normal, damit man ein bisschen was vom Spiel sieht. Bin sowieso vorher Da schon deiht man eh schon zu oft oft genug. verreckt. Ja, richtig. Lehne ich ruhig ein bisschen nach. Das ist immer so. Also mal beide ein bisschen der Ding angepasst. Und wir sehen hier das, sagt man Interface? Ja, ne? Ja, doch, genau. Das Interface. So. Rechts sieht man Armor. Also die Rüstung habe ich 0, weil ich bin nackig. Und Health habe ich 100. Damals gab es es noch. Die jüngeren Zuschauer unter euch werden das gar nicht mehr kennen, dass so Health-Anzeigen, die sich nicht von selbst wieder regenerieren, auf dem Display stehen. Naja, aber ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an. Ich grüße nebenbei ganz kurz, um das noch kurz loszuwerden. Vorhin habe ich es auch gemacht, aber diesmal mache ich es. das hat jetzt keinen Sinn ergeben, aber es Nein, ist mir nicht egal. wirklich. Ich grüße den Nino auf jeden Fall, der mir mit dem Minecraft extrem viel hilft, weil ich blick das gar nicht, er blickt, das ist gut. Und ich grüße einen, von dem ich jetzt weiß, dass er jeden Tag meine Videos schaut, immer die aktuellsten und immer dabei ist, grüße ich jetzt mal den Fabel. So, und zu dir, Fabel, muss ich jetzt ganz ehrlich mal sagen, meine Videos angucken, aber nicht liken, das kann ich schon zweimal brauchen. Mister Klickgeil hat gesprochen. Ich bin nicht klickgeil. Es Nein, hat nichts nein. mit klickgeil zu tun, es ist einfach Anstand. Respekt, Genau, weißt, in the hood. Respekt vor dem O vor der Obrigkeit. Ja. Naja, also, wir fangen jetzt mal an und testen dieses Spiel passend zu Doom 3, das jetzt in neuer Mache rauskommt. Ja. Mit der hammergeilen Virtual Reality Brille Unterstützung und so. Naja, ob ich die brauche, das. Ich hol sie mir wahrscheinlich. Ja. Echt Also wenn es jetzt? mehr Spiele gibt. Aber egal, das hat jetzt nichts damit zu Das tun. tut jetzt vorerst mal nichts dazu, richtig. Ja. So, das ist ein Test von diesem Game. Guck mal, One-Shot. Ja, die Grafik erzählt so einiges über die N64, wie auch zum Beispiel das Feature, dass sich die Gegenstände mit uns drehen und nicht rund sind. Also verstehst du, was ich meine? Ja. Guck, die drehen sich einfach mit uns. Also, verstehst du? Das ist aber ein guter Trick. Das haben sie früher immer gemacht. Das gab's, also vor Urzeiten gab es das schon, also Ja, Urzeiten schon, war. wenn man weiß, dass das Ding nichts kann, dann muss man wenigstens die Spiele so machen, dass es gerade noch so geht. Richtig. Nichts, dass Wie es kann nichts ich denn? kann. Damals war das der überste Hammer, die Röhren haben sich voll eingestuhlt und alles. Damals war das war echt ein oberhammergeiles Spiel. Zu den heutigen, ich weiß ja gar nicht, weiß, wie man da neutral testen soll. Jetzt mal ernsthaft, weil du bist halt jetzt vorbelastet durch die ganzen Games, wo jetzt gerade so neu aktuell auf dem Markt sind. Ja. Sprich zum Beispiel Call of Duty oder sowas in der Richtung. Und wie sollst du da so ein Game neutral bewerten können? Aber wir probieren das Ganze mal. Also mal, ja, eigentlich kann man bei so einem alten Spiel die Grafik auch nicht. Das sieht ja jeder, dass die Grafik jetzt nicht so Ja, überragend aber ich sag ist. jetzt mal ernsthaft, für damalige Verhältnisse Ja, war es das Gottlike, schon. Alter, weißt Ja, das Ja, natürlich. war echt Deluxe Ist damals. ja ein Horror-Shooter, ja. Damals Horror. warst du froh. Ja, Horror. Naja, es ist halt so ein bisschen Monster und so. Das hier, by the way, ist eine super Waffe, die Kettensäge, die man aber, was ich vorher herausgefunden habe, nur so lange hat, bis man einmal drauf geht. Ja. Und das dauert leider im Spiel nicht lange. Wie man sieht, wir haben auch nur noch 18 Leben. Ja. Richtig. Und die Leben, die werden gespeichert. Das heißt, wenn du das Level schaffst, also die Stage schaffst, wenn du den nächsten anfängst, hast du nicht wieder 100 Leben, sondern du fängst wieder, also wenn du jetzt, wenn wir jetzt mit 18 Leben das Level schaffen würden, würden wir im zweiten Level wieder 18 Leben haben. Also das speichert, ja. Ja, so in der Art. Das Also geht. man verreckt relativ schnell, wie ihr jetzt gerade gesehen habt.
Wundert euch nicht, wenn ich jetzt öfters mal verrecken werde. Es ist leider so. Ich kann es nicht ändern. Ja. Ich hätte außerdem, ich hätte den Schwierigkeitsgrad ein bisschen tiefer stellen können, aber das wollte ich natürlich. Alter. Und man fängt immer am Anfang vom Level an, wollte ich auch noch sagen, ne? Ja. So, aber jetzt gucke ich, dass ich mal kurz durchrush. Gibt keine irgendwie Kontrollpunkte oder sowas. Nee. Lange nicht. Das war viel zu einfach. Richtig. Damals waren die Spiele nur fordernd. Ja. Und sollten die Leute ein bisschen zu Weißglut treiben. Naja, das mit der Weißglut, das haben sie gut hinbekommen. Ja, bei dir auf jeden Fall. Bei mir auf jeden Fall. Also ich bin echt einiges gewöhnt von N64. Damals war ich ein fanatischer N64-Spieler. Mit relativ vielen Spielen. So Turok so und so. Aber Turok und das, weißt du, das ist gleiche Zeit, aber nicht vergleichbar. Weil Turok war einfach genial. Ich fand Turok... Turok fand ich echt gut. Alle Teile. Außer die Multiplayer-Games, die waren nicht so mein Fall. Aber da war auch die Grafik besser und... Aber Doom kam, glaube ich, auch relativ am Anfang. Ich weiß es nicht. Also da hätte ich mich jetzt echt reinlesen müssen. Für einen Test vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Hast du gerade gefurzt? Was? Du hast nicht gefurzt. Nee. Sag mal, zerbröseln die? Ja, du zersägst sie wahrscheinlich, ja. Nee, jetzt zerbröseln es nicht mehr. Eigentlich, Missionsziele, die wir bis jetzt ausmachen konnten, waren... Sammle Karten. Mache gleichfarbige Tür damit auf. Genau. Treff dich bei Richtung A oder treff dich bei A und geh dann zu B oder solche Scherze. Halt so. Ja. Wahrscheinlich kommen irgendwann mal noch Endbosse. Ja. Naja, wir wollen jetzt mal echt nicht hier den Tag vorm Abend buchen. Und hier Endbosse ankündigen, die es dann im Endeffekt gar nicht gibt. Und die, ich muss sagen, also, nee, das kann man eigentlich nicht. Ich wollte mich gerade über die Animation lustig machen, aber irgendwie... Das... Mach dich ruhig und lass dich ruhig drüber aus. Es ja, aber das kann man nicht machen. Ja, das ist ja das. Das ist wie wenn du ein Auto von vor 70 Jahren sagst, oh, es hat viel zu wenig PS. Das ging ja auch nicht anders. Also von dem aus, die hatten sie ja nicht, könnten sie nicht besser machen. Von dem aus ja. Kannst du auch nicht runterreiten. Nee. Scheiße, ich glaube, ich bin rückwärts gelaufen. Das kann man höchstens machen, wenn sich einer damit keine Mühe gegeben hat. Haben sie aber. Ich finde, sie haben sich Mühe gegeben. Ja, natürlich. Spiel. Für die damalige Zeit war das natürlich eine Granate, denk. Das stimmt, für die damalige Zeit war es echt ein. Deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung. Health-Bonus. Deswegen muss man da auch ein bisschen aufpassen mit diesem Ding, dass man sich da immer drüber lustig macht, weil die haben sich früher wahrscheinlich sogar fast mehr Mühe gegeben wie die meisten heute. Das stimmt. Also, naja, jetzt nicht nur wegen Call of Duty und so, allgemein. Naja, aber das mit Call of Duty schläft auch so langsam ab. Irgendjemand hat mal angefangen, Call of Duty ist der größte Scheiß. Es gibt genug Spiele mit schlechtem Gameplay, ganz ehrlich. Ja, stimmt. Weil das, ich finde es nicht mal so schlecht. Naja, aber jetzt nicht über Call of Duty auslassen. Jetzt machen wir hier mal eine Runde Doom. Ja. Erfolgreich diesmal sogar. 100 Health. Health. So, und haben wir jetzt knallhart das erste Level geschafft. Jetzt würde mir gleich Stats anzeigen, dass sie bei mir schon wieder die Zehennägel nach oben rollen. Wieder 91, ich glaube, das ist standardtechnisch so. Die haben das so eingestellt, man kann gar nicht mehr erreichen. Aber in 3 Minuten das erste Stage erledigt, damit komme ich gut klar. Items 82 gefunden oder vergessen? Ich hoffe mal gefunden, vergessen wäre ein bisschen fehl. Ja, und wir machen jetzt hier mal weiter. So, mit der Kettensäge. Ist gut, dass wir die noch haben. Wenn wir uns das nächste Mal verrecken, sag mal, die zerbröseln doch. Wenn wir uns nicht mal verrecken. Na, ist bestimmt saumäßig brutal gewesen für die damalige Zeit. Ja, für die damalige Zeit was hat. Heutzutage lacht sich da jeder 12-Jährige den Arsch ab. Das stimmt, deswegen glaube ich auch, dass ich keine Probleme auf YouTube kriegen werde. Nee. Aber trotzdem, wann war denn das? Das mit dem Ding. Dieses eine Alien-Spiel, was wir damals da gespielt haben. Das heißt Alien auch. Bitte. Ja. Das war... Boah! Wie alt waren wir da denn? Da waren wir jung. Ja. Da hat es einen ganz schönen Effekt gehabt. Das stimmt, ja. Wenn dieses Viech da hochklettert, ey. Aber ist auch nicht mehr vergleichbar mit heute, verstehst du? Ja, natürlich nicht, aber das ist immer so, wenn du das nicht anders kennst, was... Du findest meistens immer das gut, was du halt kennst und... Von dem aus, wenn es nicht besser geht, dann geht's nicht. Musst du dich mit dem zufrieden geben. Und als die ersten so 3D-Spiele da rauskamen, da sind die Leute ausgerastet und haben gedacht, das ist total bringen.
Natürlich. War es ja auch im Grunde. Ne, Ober, den Oberhammer finde ich auch diese. Oh, da ist noch einer. Zeig's euch gleich nochmal. Diese Overmap. So, das ist nicht so, dass ich jetzt sag, okay, ist eine Overmap. Was kann ich denn damit machen und kann ich die drehen? Nein, man kann sich während der Overmap im Spiel bewegen. Was bedeutet, man könnte das ganze Spiel so durchspielen. Das ist wahrscheinlich, weil es in dem Spiel relativ dunkle Passagen gibt, oder? Ja, sicherlich. Und damit das Ding ein bisschen Überblick hast, glaube ich, gar nicht so schlecht. Oder hier mit ein bisschen Raumstrukturen. Gar nicht so schlecht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. So. Aber jetzt kommen wir mal zum ersten, warte, teleportiert das nicht? Das war doch gerade noch hier. Ja. Hä? Ah, jetzt also. Hä? Schon krank. Du wolltest gerade mit was anfangen. Ich glaube, das passt so. Ja, genau, so ging's. Das war vorher also nur Glück. Was willst du jetzt kommen wir zum ersten? Was willst du sagen? Das weiß ich nicht mehr. Kritikpunkt wahrscheinlich. Nee, jetzt kommen wir zum ersten Rätsel sozusagen. Hier hat es 4 Eingänge. Rätsel kann man es dann nennen. Es ist eigentlich so Try and Error. 4 Eingänge hat man mit, wo alle gleich aussehen. Und außer das. Okay, sie sehen doch nicht gleich aus, hat doch einen Sinn. Hier sind rechts und links immer so Dinger und die ist hier nett, aber bei den anderen 2 auch noch. Was bedeutet, das ist der Knopf, der richtige, womit man das Teil runterlupfen kann. Wenn man jetzt hier einen benutzt, kriegt man auch einen Deckel, weil man, ich laufe jetzt mal ein bisschen zurück. Ah, ich habe es sogar geschafft, man sieht, wie die Teile runterkommen. Alle gehen, glaube ich, runter, oder? Nee, das links daneben kann er nicht runter, obwohl... Nee, ja, nee, ich, alle, die runtergehen können, gehen dann auf einmal runter. Das kann sein. So, jetzt haben wir die blaue Karte. Das ist geil, damit haben wir auch echt unendlich Munition. Springt oder automatisch? Springt oder automatisch, genau. Das wäre ganz wichtig zu sagen, dankeschön. Außer man will es nicht. So, ah, jetzt sind wir da wieder. Ich glaube, wir haben einen Rutsch, oder? Wir sind einfach klasse, ey. Oder Milch jetzt? Ja, das war echt, nicht schlecht. Schau mal, die rote Keycard. Wir werden nochmal zurücklaufen. Oh, Scheiße. Ah, schau mal, ob du da nicht irgendwie... Naja, mit ein bisschen Lecken geht alles. Lecken? Also nicht lecken, sondern lecken. 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 Bist du beschreckt? Ja. Ich glaube, das ist nicht so dualmutig mit einer Frau machen, weil sonst... Wenn sie sagt, die ist direkt, ist okay, das Problem können wir lösen, aber mit dir habe ich ein Problem damit. Und unsichtbar. Ja, es gab schon Gegnerklassen damals. Ja. Das sieht man ja, die... Oh, nein! Das ist das ultimative... Jetzt habe ich den Gegenstand vergessen. So. Ja, aber was bringt der dir überhaupt? Weiß ich nicht, aber jetzt habe ich nochmal zurück. Ja, wo... Wie? Keine Ahnung, sind die jetzt plötzlich da? Hier. Aber naja, das Level ist kein Schwarzweiß. Und kein Ponyhop. Achso, da war ich ja gerade auch. Naja. So, jetzt langsam tun. Eine kleine Ausjumpe. Da, ist aber auch tückisch gemacht, Alter. Weil ja. Der bewegt sich auch so ruckartig und so richtig schnell. So, jetzt habe ich den Supercharge, was auch immer das bringt. Das habe ich leider noch nicht rausgefunden. Jetzt haben wir aber schon mal die... Du hast mehr wie 100 Health. Wie ja. Ging das? Vielleicht ist das der Supercharge. So, wo haben wir denn die rote? Ach so, ja, ich weiß, wo man die rote hatte, genau. Ja, ja. Es werden sicherlich jetzt einige von solchen Let's-Tests folgen. Ja. Weil ich das einfach so eine gute Sache finde von so... Was ist jetzt geändert? Irgendwie habe ich das Gefühl nicht viel. Achso, die kommen jetzt von oben nach unten. Auch nicht schlecht. Schon brutal. Aber ich komme da nicht raus. Was bringt das jetzt? Was ist das Ding da runtergehauen? Achso, man muss einfach so lange warten, bis das Ding da rumgeht.
Genau. War skillig und konig ausgewichen? Da, da war ein Zug. Was ist das jetzt? Ich hoffe, es Ende. Oder auch nicht. Komische Rolltreppen irgendwie. Mhm. Hier haben wir nichts mehr. Da oben schießt einer raus. Das macht er nämlich lang. Ich wasche jetzt auch wirklich durch. Ich wasche jetzt. Das hat vorhin nicht so gut funktioniert. Ja, ich bin auch vorhin durchgewascht. Ich habe wirklich gut, dass ich alles kriege, aber das kann schon passieren. Ich habe, wie gesagt, wirklich einfach Raketenkram oder nicht. So, jetzt bin ich einmal. Aber wie viele sind denn hier? Ach, scheiße. War das erste oder zweite Level? Zweite, ja. Zweite, ja. Also. Okay. Ach so, stimmt ja. Immer wenn man stirbt, muss man einen Knopf drücken, weil sonst geht es nicht weiter. Wäre ja auch zu einfach. Richtig. Richtig. Hallo? Ah, okay. Ach shit, jetzt habe ich die Kettensäge gar nicht mehr. So. Ich überlege gerade, machen wir weiter? Wir machen noch kurz weiter, oder? Ja, natürlich. Würde ich sagen, so ein bisschen, während unsere Fazits laufen, können wir ja hier ein bisschen noch weiter quatschen. Ich würde sagen, du beginnst mit dem Fazit. Ich hatte ja zu der Zeit, als da die ganzen Spieler da rauskamen, die Anfänge von dem ganzen 3D-Zeug, da hatte ich nicht mal eine Konsole. Nur der Herr Liebel, deswegen bin ich sein Freund geworden. Ja, und da bin ich also deswegen. Mario 64 und so Zeug da. Oder Super Mario 64. Von dem aus, ich weiß nicht, also gut für die damalige Zeit schon. Also das ist auf jeden Fall fordernder ist wie so manche Shooter von heute. Das muss man sagen. Also das ist auf jeden Fall schwerer ist, da kann auch keiner was dagegen sagen. Ja. Von dem aus, für die damalige Zeit nicht schlecht. Schwierigkeitsgrad ist auch gut. Sowas bräuchte man vielleicht öfters. Ja, das ist schon mein Fazit. Ja. Das war's? Ja, schon. Gut, dann darf der Chef jetzt noch sein Fazit ablegen. Ja, der kotzt ab. Naja, abkotzen. Jetzt komm, jetzt machen wir nicht hier irgendwie, weißt, Teufel am Land und so. Doom 64 hat sicherlich auch. Haben wir eigentlich jemals den Namen gesagt, wie das Spiel heißt? Ich glaube nicht, ne? Steht auch am Anfang dran. Steht das? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall in der Überschrift. Genau, es ist Doom 64, by the way. Ne? Ja. Ja. Sorry, ich habe gerade überlegen müssen. Irgendwie ging doch das vorhin. Jetzt geht's irgendwie nicht mehr. Doom 64 hat sicherlich einen Meilenstein gelegt. Auch in die Richtung, in die richtige Richtung vor allen Dingen. Das wollen wir ja nicht außer Acht lassen. Guck mal, jetzt ist das zweite zum Beispiel. Je nachdem, auf was du das legst. Das ist interessant, das wird zum Beispiel hier rüberrennen. Ach ja. Kein schlechtes Spiel. Kann man so sagen. Ist wirklich kein schlechtes Spiel. Habe ich schon schlechtere gespielt. Von heute. Nicht viel, aber. Ja, ja, von heute. Auf jeden Fall. Die Grafik, ja. Für damalige Verhältnisse. Ist halt schwierig, ein Spiel von heute auf damals irgendwie. Ja. Du kannst es auch nicht so bewerten, als ob das jetzt ein Battlefield 4 ja, wäre. Ja, aber wenn ich mir so andere, weißt du, ich habe ja vergleichbare Dinge, wie jetzt zum Beispiel Turok oder so, oder Zelda. Selbst da fand ich die Grafik rein, also teilweise besser wie hier, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wie gesagt, das mit dem Objekte drehen sich mit, ich glaube, das, naja, das ist nicht mehr so aktuell. Gut, da ist jetzt im Bildschirm einfach so ausklingen. Wie gesagt, ja, kein schlechtes Spiel. Meine Güte, kann man sich mal geben. Wenn man gut gelaunt ist und schlechte Laune haben will, dann wenn kann man mal ein bisschen Retro zocken will. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man gute Laune hat und sich schlechte Laune machen will, dann ist das Spiel perfekt.
Weil ich war vorher echt auf 180 und man hat gemerkt, ich wollte eigentlich ein Let's... Also jetzt kurze Geschichte. Ich wollte ein Let's Play draus machen, ja? Dann haben wir gespielt und haben wir gespielt und haben wir gespielt. Und der Spaß wollte nicht kommen. Nein, der Spaß war am Anfang da. Ich hatte richtig Bock, was aufzunehmen. Und er neben mir hier auch. Und man hat immer gemerkt, je länger man spielt, von Sekunde zu Sekunde, sinkt der Spaßpegel und der Lustpegel und die Motivation vor allem. Ja. Tja, das Spiel ist eigentlich sowas wie die Motivation und der Spaß sagen sich gute Nacht. Unterm Bett. Ja. Unterm Bett, richtig. Und gehen dann schlafen und bis du wieder aufhörst. Und selbst dann kommt die Motivation nicht wieder, nachdem du das Spiel gespielt hast, weil du dann weiter an das Spiel denken wirst. Und es wird dich fertig machen, es wird dich heimsuchen, es wird dich kaputt machen, es wird vieles mit dir machen, außer Spaß. Ah ja, also so ganz, du bist voll übel, Mann. Ich bin nicht übel, ich sag keine Wahrheit. Chance. Ich lasse eine Chance. Wenn du sagst zu deiner Oma, du hast Falten. Nee. Bist du alt? Nein, das hat, damit, ja, das hat aber da nichts zu tun. Das heißt doch nicht, dass alte Spiele keinen Spaß machen können. Schau doch mal sowas an wie Ocarina of Time. Schau dir mal sowas an wie Turok. Schau dir mal sowas an wie, Pokémon Stadium. Selbst das war für damalige Verhältnisse der Oberhammer. Ich habe damals 120 Mark für den Scheißdreck gezahlt. Das weiß ich, haben wir Mutter anpumpt. Echt jetzt? Ja, übel. Bin zu deinem Schlafzimmer gegangen und hat gesagt, hey Mutter, ich brauche 120 Mark. Und die so, ja, hier kriegst du. Ich hab gedacht, ich spinne, Alter. Sowas hat's ja noch nie gegeben. Für Turok? Nee, für Pokémon Stadium. Da war auch der super Adapter dabei, wo deine Gameboy-Spiele mit draufzocken kannst. Mit dem Dodri-Turm. Mit dem Dodo und Dodri. Ja, wenn Dodri hat, es konnte dreifache Geschwindigkeit zocken. Heutzutage Pokémon nicht mehr so, aber ganz ehrlich, früher die ersten 150 waren die geilsten, die wo danach kamen, sehen nur noch aus wie... Ja, ja, ich kenne auch nur noch die 100, die 150. 151. Das war halt mal unsere Zeit, wo wir das gespielt, beziehungsweise... Ja. Stimmt doch, und ich habe damals, ohne Spaß, ich bin damals hängen geblieben bei Pokémon, als man irgendwas von Professor Eich abholen musste in eine Stadt weiter, von deiner Heimatstadt, und ich bin zurückgelaufen und ich bin um den Professor Eich rumgelaufen und ich habe nicht gewusst, wie ich dem den Gegenstand gebe. Ich hätte nur anquatschen müssen. Ich hätte ganz normal anreden müssen, aber ich habe nicht, ich habe alles probiert, Alter. Ich habe den aber nie angequatscht. Irgendwo habe ich dann mal die Lösung gelesen, da habe ich es gemacht, dann war gut. Dann bin ich nie wieder hängen geblieben, war nur am Anfang. Da muss ich im Lösungsheft schauen, dass da drin steht, sprechen Sie Professor Eich an. Weißt du, das Schöne ist, ich habe Ocarina of Time... Habe ich durchgespielt, aber ohne Probleme. Ab Wassertempel bin ich mal kurz gehangen, aber sonst wirklich ohne Probleme. Kann das sein, dass den jeder hasst? Den Wassertempel? Mhm. Der ist schon schwierig. Vor allem, wenn du einen Schlüssel vergisst, darfst irgendwo und du weißt dann nicht, welchen du vergessen hast, dann darfst du alles abklappern und das ist halt echt mühselig, weil der Dinger halt echt groß ist. Aber ich würde sagen, wir kommen jetzt zurück zum Thema. Doom 64 für die N64. Look at me, I'm flat. Perfekt. Gut, da erzähl doch. Komik, weißt du? Ja. Lustig. Lustig, ja. Richtig. Das Spiel geht doch zum Lachen in den Keller. Also am besten ist das Spiel sich zu holen, irgendeinen Kumpel, den er nicht so mögt, das spielen zu lassen und dich über den lustig zu machen, wenn er sich aufregt. Das habe ich vorhin auch gemacht. Ja. Nee, eigentlich. Es ist ein gutes Spiel. Man weiß nicht, was man sagen soll, gell? Es zieht sich mal wieder. Das ist normal. Unsere Enden ziehen sich immer. Wir möchten das Video strecken. Strecken. Genau. Um die Klickzahlen zu erhöhen. Ja, bestimmt. Das bringt auch viel. Saumäßig wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die meisten jetzt eh schon aufgehört, weil sie merken, die labern am Ende nur. By the way, das wird auch ein kleines Informationsvideo. Ja. Dann kann ich auch kurz eine kleine Information noch raushauen. Und zwar das 50er Abonnenten-Special wird es geben. Nur, das hat... überdimensionale Ausmaße. Ich habe mir was richtig, richtig krasses überlegt und das dauert Zeit, Leute. Das dauert ernsthaft Zeit. Ich glaube, ich schreibe mir die 54 Abonnenten, wo ich jetzt habe, heute Abend mal kurz raus und die haben dann halt Glück gehabt, die vier, wo dazugekommen sind. Der Rest vom Schützenfest, wo jetzt nachkommt, wird wahrscheinlich Pech haben. Oh. Was ich machen werde, das werde ich noch nicht sagen. Es wird auf jeden Fall huge. Wahrscheinlich ein Zweiteiler. Weil eins, also ich schätze, dass es 2-3 Stunden geht. What? Ja, bin ich ernsthaft. Echt, also was richtig, richtig Fettes. Deswegen lohnt es sich vielleicht dran zu bleiben, weil es ist auch für euch, es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwas hochlade, ein anderes, zum Beispiel so ein Let's Test und sage, ja, das 50er Abonnenten-Special, was ich auch so machen hätte können.
Es wäre ja nichts Besonderes. Aber mein 50er Abonnenten-Special wird auf jeden Fall groß. Und ich gebe euch einen kleinen Tipp. Ladet vielleicht noch das ein oder andere Video auf euren Channel hoch. Es lohnt sich. Wenn es ein gutes ist. Wenn nicht, lohnt sich's auch. Bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und sage, hast du noch einen Witz? Komm, einen Witz hau noch raus. Aber nicht sowas wie, treffen sich zwei Jäger, der ist alt. Was? Wer trifft wen? Genau. Hast du noch einen Witz? Komm, ein Witz am Ende ist immer cool. Ein Witz am Ende? Ich hab keine Witz. Soll ich mal ganz kurz einen Witz googeln? Ich lach selten. Soll ich mal einen Witz googeln kurz? Komm, wir googeln jetzt mal einen Witz, das können wir während der Aufnahme machen. Und der erste Witz, der jetzt, ich gebe nur Witz in Google ein, und der erste Witz, der da kommt, den hau ich raus, okay? Ja. Also machen wir. Bitte. So, youporn.com. Hardcore, was? Was? Hardcore. Hardcore Gay Porn, Alter. Da ja. Hab ich meine Gold Premium Mitgliedschaft. Das gleich mal Bescheid euch hier. 10 eigene Videos oder was? Was? Da. 10 eigene Videos oder wie? Ich, klar, hier mal abgehen, Alter, wenn ich nichts zum Let's Play habe oder so. So, Suche. Wir geben jetzt hier mal Witz ein. Nur Witz. Es kommt wahrscheinlich erstmal Wikipedia. Kann ich aber erklären, was ein was Witz ist. Ein Witz. Tut mir leid, Fraps macht meinen Computer so schweinemäßig langsam, dass es ganz kurz dauert. Allein wenn du deinen Rechner anmachst, macht es den schon langsam. Aber ich glaube, das macht euch jetzt nicht so. Witz des Tages! Ha, Witz des Tages, immer ein Witz des Tages. So, jetzt pass auf, du guckst weg, ich lese ihn vor und du guck mal, wie du reagierst, okay? Mhm. So, Entschuldigung. Ich bin gespannt, kann man. Ich hätte noch mit meinem Handy gehen können. Ins Internet, das wäre schneller gegangen. Na, ist doch jetzt Wayne. So. Okay. Seit Freitag, den 13. März 1998, bringen wir jeden Morgen den Witz des Tages. Alter, rechne das mal aus, wie viel... Seit wann? Seit 13. März 1998. Nicht schlecht. Na, die haben vor, ey, die haben was vorgenommen. Da ist ja mein Abonnenten-Special ein Scheiß dagegen. Und auf jeden Fall. So, also, weggucken. Ja, und jetzt, liebe Leute, kommt der Witz des Tages. Dün, dün, dün. Der nicht mehr aktuell sein wird, wenn ihr das Video schaut, weil dann ist es ja nicht mehr der Tag. Ich wahrscheinlich. Egal. So. Och scheiße, das ist ja ein übel langer Witz. Egal, aber, mach jetzt, leg los. Ja, ja, ich muss erstmal hier... Du musst so langsam schauen. Mann. Ach, so, der Witz ist von Matzi S. Schöne Grüße an Matzi S hier, by the way. Zeichen der Zeit und der Witz heißt schwer verdient. So, jetzt muss ich ja nur noch... Ach komm, wir machen das hier kurz groß. Och scheiße, das ist ja übel lang. Ja, jetzt dann leg los, ja, weil ja. Wir müssen schon fertig sein. Okay. Gerhard kommt zum ersten Mal in eine Bar und bemerkt auf einem Regal einen riesigen Glaskrug, gefüllt mit unzähligen 50-Euro-Scheinen. Er fragt den Barkeeper, Entschuldigung, was ist denn mit dem Glas voller Geldscheine? Das muss ja ein Vermögen sein. Da sagt der Barkeeper, also ich habe mein Lokal eine Wette laufen. Wer einen 50er einzahlt und 3 Aufgaben bewältigt, der bekommt den Krug samt Inhalt. Es sind aber sehr schwierige Aufgaben, wie du mir anhand der Menge der Scheine schon denken kannst. Und was sind das für Aufgaben? Nein, nein, erst zahlen, dann stelle ich dir die Aufgaben. Also gut, er rückt den 50 raus. Der Barkeeper stellt die Aufgabe. Erstens, du musst diesen 2 Liter Krug mit Tequila auf Ex austrinken, ohne abzusetzen. Und du darfst keine Miene verziehen. So. Zweitens. Sorry, ich muss wieder runterscrollen. Zweitens, hinten im Hof ist mein Pitbull angekettet. Der hat einen lockeren Zahn, den musst du mit bloßen Händen ohne Hilfsmittel ziehen. Und drittens, im ersten Stock wohnt meine 80-jährige Oma. Die hatte in ihrem Leben noch nie guten Sex. Da musst du ran. So, soweit ist der Witz schon gar nicht so schlecht. Gerhard meint, du spinnst doch. Das schafft doch wohl kein Mensch. Na gut, kommt der 50er ins Glas. Etwas verärgert trinkt Gerhard ein paar Erdinger, um den Alkoholspiegel steigt. Auch sein Mut. Er denkt sich, ein 50er, ein 50er, ich pack das jetzt. Ruft dem Barkeeper zu, hey Alter, wo ist nun deine Tequila-Flasche? Der Wirt gibt ihm den 2 Liter Krug
Der Gast setzt ihn an und beginnt zu schlucken. Tränen rinnen ihm schon aus dem Auge. Sein Kopf wird rot, aber verzieht keine Miene. Und er trinkt den Krug wirklich auf einmal aus. Applaus! Applaus bricht in der Bar aus, Entschuldigung. Und Gerhard schwankt hinauf in den Hof zur zweiten Aufgabe. Plötzlich hört man in der Bar Kampfgeräusche. Bellen, jaulen, kratzen, schreien. Dann ist es still. Die anderen Gäste sind sich fast sicher, dass der Wettkönig draufgegangen ist. Da torkelt er zur Tür rein. Die Kleider zerfetzt, übersät mit Biss- und Kratzwunden. Die Menge tobt. Als der Applaus abgeklungen ist, ruft er, so, das wäre geschafft. Und wo ist denn jetzt die 80-jährige Oma mit dem lockeren Zahn? Haha, das ist ja genial! Jetzt hat er den Hund gefügelt. Alter Schwede! Oh mein Gott, ey, aber so ein langer Witz. Ist gar nicht schlecht. Ist gar nicht schlecht, oder? Ah, fand ich echt gut. Jetzt ist mir gerade auch noch ein Witz eingefallen, Mann. Ja, also, das ist also, ein Mann kommt immer, in jeden Abend kommt in die gleiche Kneipe. Immer zum Barkeeper, bestellt sich 3 Bier. Ganz normal. Jeden Abend, ja. Okay. Eines Abends kommt er rein, sagt, Karl, Barkeeper, 2 Bier bitte. Sagt er, wie bitte was? 2? Nee, scheiße, guck mal, ich hab's schon voll verrafft, Witze erzählen kann ich eigentlich nicht. Also auf jeden Fall, man geht immer in die gleiche Bar, holt immer 3 Bier. Irgendwann fragt der Barkeeper, hey, warum trinkst du immer 3 Bier? Er hat gesagt, ja, 1 Bier ist für mich und 1 für meinen Kumpel in Amerika, der und ein für einen, der ist in Afrika, die sehen ihn nicht so oft, aber ich trinke halt für die mit. Ja, so. Okay, das macht halt Ewigkeiten so. Irgendwann kommt er wieder rein, ja, sagt, okay, 2 Bier bitte. Sagt er, bitte, 2 Bier? Warum jetzt plötzlich 2 Bier? Sagt er, ihr habt aufgehört zu trinken. Das ist halt Blödsinn. So, ja, mit diesen lustigen Wörtern entlassen wir euch jetzt eurer Geselligkeit und YouPorn und RedTube und was es da nicht alles gibt. Mhm. Und schüttelt einmal für mich mit, würde ich sagen. Macht's gut, haut rein. Danke dir, Jan, für die Zeit. Ja, bitte. Danke dir, Jan, für den Witz. Ja, bitte. Danke dir, Jan, dass du zum Rauchen aus meinem Fenster meine Wii U so arschgefickt auf den Boden gestellt hast. Wir brauchen schon Wii. Okay, und wie gesagt, macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao. Macht's gut.